Sie ist die Lebensader unserer Region, die Donau. An vielen Stellen beinahe schnurgerade bahnt sie sich ihren Weg durch Niederbayern. Doch wenn der Pegel steigt, wird das blaue Band zu einer großen Gefahr. So zum Beispiel beim Augusthochwasser 2002. Damals konnte ein Überströmen der Deiche gerade noch abgewendet werden. Das hat sich beim Hochwasser 2002 gezeigt, dass die Wasserstände viel höher waren, nämlich knapp an der Deichkrone, obwohl der Abfluss relativ gering war. Die spätere Untersuchung hat ergeben, dass zwei Ursachen sind. Das eine ist der stark gestiegene Maisanbau in den Vorländern, also in den Flächen zwischen Fluss und Deich. Und zum zweiten die starke Gehölzentwicklung in diesen Vorländern. Um den Hochwasserschutz zwischen Straubing und Vilshofen zu verbessern, hat der Freistaat seit damals nun im Rahmen des Vorlandmanagements verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Dazu zählt auch das Schaffen von Ausgleichsbereichen. Von 2008 bis 2016 wurden auf 28 Einzelflächen entlang der Donau von Straubing bis Plainting mehr als 100 Hektar neue Waldflächen entwickelt. Wer heute Eingriffe in die Natur macht, muss Ausgleich leisten. Das ist auch gut so, weil ja in der Bilanz wir die Stabilität die Natur brauchen. Und deswegen hat man nicht nur die Gehölze innerhalb des Vorlands, also sprich zwischen den Deichen. Das Vorland ist das, was zwischen den Deichen ist, zum Teil beseitigt, zum Teil Schneisen reingemacht, damit das Wasser besser abfließen kann, sondern hat daneben auch insbesondere für die Natur neue Flächen, neue Möglichkeiten geschaffen. Um deren Fertigstellung zu feiern, hatten die Verantwortlichen des Wasserwirtschaftsamts am Montag zu einer Besichtigung der Ausgleichsfläche bei Natternberg geladen. Mit dabei war auch der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter. Das Hochwasser 2002 war sein erster großer Katastropheneinsatz im Amt. Die Maßnahmen im Rahmen des Vorlandmanagements hat er seitdem mit begleitet. An die damit verbundenen Schwierigkeiten erinnert er sich noch gut. Die Regierung hat einen entsprechenden Bescheid erstellt. Der Bund Naturschutz hat dagegen geklagt. Da ist ein Thema das Maisanbauverbot dann gewesen. Das mussten wir als Landratsämter dann umsetzen, was nicht vergnügungssteuerpflichtig war. Die Landwirte haben das am Anfang nicht verstanden. Ich bin allerdings sehr froh, dass wir damals so gehandelt haben, dass bei unserem Hochwasser im Jahr 2013 weder Mais in den Vorländern stand und dass auch die Gehölze ausgeschnitten waren. Hätten wir das auch noch gehabt, hätten wir wahrscheinlich viel mehr Deichbrüche hinzunehmen gehabt. Seit dem Hochwasser im Jahr 2013 ist die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber den Maßnahmen im Rahmen des Vorlandmanagements deutlich gestiegen. Trotzdem appellierte der Landrat in seiner Ansprache noch einmal an die Vernunft aller Betroffenen. Das Vertrauen in die Fachleute und deren Pläne sei wichtig, um die Maßnahmen für einen verbesserten Hochwasserschutz reibungslos umsetzen zu können.